Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es wieder zurück zum Kaffeeautomaten und zwar geht es da um die Funktion für die Münzauswertung. Wir möchten im Prinzip die Münzauswertung nun in eine Funktion integrieren, sodass wir unseren Code ein wenig strukturierter schreiben können. Okay, gehen wir direkt mal in den C-Code rein. Dort habe ich noch einmal das Programm aufgerufen vom Kaffeeautomaten. Und zwar haben wir dort für die Geldeingabe, für die Münzauswertung letztendlich diesen Teil hier programmiert. Und zwar, wenn eine Münze eingeworfen wird, dann wird ein Bit in den Port P1 gesetzt. Dieses Bit fragen wir ab, also ob letztendlich das niederwertige Bit gesetzt worden ist oder eins von den anderen Bits. Und abhängig davon haben wir dann letztendlich gesehen, okay, welche Münze denn eingeworfen wird. Hier beispielsweise bei dem niederwertigsten Bit ist ein 1-Cent-Stück eingeworfen worden. Das heißt, wir inkrementieren den Betrag, der sich mittlerweile aufgehäuft hat, um 1 Cent und geben den Betrag aus. Und anschließend setzen wir das Bit dieses Ports wieder zurück, sodass letztendlich dann wieder eine weitere Münze eingeworfen werden kann. Und das machen wir hier in dieser While-Schleife, nicht nur eben für dieses 1-Cent-Stück, sondern auch für das 2-Cent-Stück, für das 5-Cent-Stück, 10-Cent-Stück und so weiter, für alle 8 möglichen Münzen, die wir dort zur Verfügung haben. Okay, um das jetzt ein wenig strukturierter zu machen, kann man sowas ausgliedern in Funktionen. Denn es fällt nämlich auf, dass letztendlich jedes Mal in jeder if-Abfrage sehr ähnliche Sachen passieren. Das heißt, wir geben etwas aus und inkrementieren den Betrag um einen bestimmten Wert. Und das gleiche machen wir hier auch und da auch. Und dann anschließend setzen wir einen Port zurück. Das machen wir hier, das machen wir dort, das machen wir da auch. Und das machen wir im Prinzip für jede Münze einzeln. Das heißt, also wir müssten das oder haben das hier 8-mal programmiert. Und da macht es Sinn, das eben einmal zu programmieren und dann in eine Funktion zu integrieren, die wir dann an dieser Stelle aufrufen. Das kann man zum Beispiel so machen. Wir löschen erstmal unsere ganzen if-Abfragen raus. Und da die eine brauchen wir noch. Diese löschen wir erstmal aus. Und sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise ein bestimmter Port gesetzt ist, ein bestimmtes Port-Pin gesetzt ist, dann rufen wir eine Funktion auf. Und diese Funktion soll heißen Eingabe und in diesem Fall würde der Schacht, der Münzschacht ausgegeben mit übergeben werden. Das heißt, das wäre das niederwertigste Bit, also eine 1. Und dann könnten wir als Information nochmal übergeben, welcher Münzwert denn dann eingegeben wird. Auch eine 1. Das heißt, wir haben das niederwertigste Bit und übergeben letztendlich den Münzwert 1 Cent. Das Ganze machen wir nicht nur für diesen Port, sondern im Prinzip für die anderen Ports genauso. Das heißt, wenn das zweitniederwertigste Bit gesetzt wird, dann wäre das hier eine 2, 2 und das wäre ein 2 Cent Stück. Und das Ganze können wir jetzt nicht nur für diese Bits machen, sondern wir können das letztendlich für alle Bits machen. Ich kopiere also die Funktionsaufrufe für die anderen Bits hier mal rein. Dann geht das ein wenig schneller. Das heißt, ich habe jetzt für dieses niederwertige Bit, da wird 1 Cent eingeworfen, für das nächste werden 2 Cent eingeworfen, für das nächste Bit 5 Cent, für das nächste Bit 10 Cent und so weiter. Wer sich nicht mehr genau an diese hexadezimalen Schreibweisen der einzelnen Bits erinnert, ich habe in dem Artikel zu diesem Video einige Links zugefügt, sodass ihr dann im Prinzip da nochmal die alten Artikel aufrufen könnt. Okay, also die Eingabenfunktionen, die sind hier, werden die erstmal aufgerufen. Diese Eingabefunktionen müssen natürlich noch geschrieben werden. Zunächst einmal werden die Eingabefunktionen deklariert und das machen wir hier oben. Das heißt, wir suchen eine Funktion, die gibt nichts zurück. Die Funktion heißt Eingabe und bekommt folgende Parameter übergeben. Einmal ein Character, das sind 8 Bit, also ein Byte.
dort wird halt die Information übergeben, in welchem Bit oder in welchem Schacht letztendlich eine Münze eingeworfen wurde. Und dann letztendlich, das können wir beispielsweise als Integer machen, der Münzwert. So. Gut, das könnte man theoretisch auch noch aus dem Ergebnis oder aus der Information Schacht entnehmen, aber wollen es vielleicht hier im ersten Schritt noch ein bisschen einfacher machen, dass wir hier zwei Parameter übergeben und diese beiden Parameter dann letztendlich auch in dieser Funktion nutzen können. Deine Aufgabe für die nächste Woche wird sein, genau diese Funktion Eingabe zu schreiben, dass im Prinzip diese Funktion Eingabe an dieser Stelle ja aufgerufen werden kann und abhängig von den Parametern Schacht und Wert letztendlich der Wert zu dem Betrag dazu addiert wird und dann letztendlich das entsprechende Bit wieder zurückgesetzt wird. Das heißt, die Funktion soll so variabel sein, dass sie mit den beiden Parametern umgehen kann und entsprechend dann die richtigen Aktionen ausführt.